Wir sind im Jahr 1985, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, was vielen heute nicht mehr viel sagen mag. Atomwaffenstarrend stehen sich die USA und die Sowjetunion gegenüber. Symbol ihres Dauerkrachs ist die Mauer in Berlin, die Europa in Osten und Westen teilt. Die beiden Mächte drohen ernstlich, den Planeten Erde in die Luft zu jagen. Präsident Ronald Reagan sagt bei einem Mikrofontest für seine wöchentliche Radioansprache: Meine amerikanischen Mitbürger, ich bin erfreut, Ihnen heute mitteilen zu können, dass ich ein Gesetz unterzeichnet habe, das Russland für immer für vogelfrei erklärt. Wir beginnen mit der Bombardierung in 5 Minuten. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Angst. Angst ist das Fundament, auf dem meine Generation der in den 1960ern Geborenen ausnahmslos steht. Ich habe soeben das Abitur, österreichisch Matura genannt, hinter jedoch eine eklige Nachprüfung in Mathematik noch vor mir und fürchte mich so sehr, dass ich noch Jahrzehnte später davon träumen werde. Bin in diesem August 1985 dennoch mit meiner Gymnasialklasse auf Matura-Reise in Spanien, einquartiert in einem dieser Hotelbetonbunker, gehe nie an den Strand, wo meine Klassenkollegen wie Eintöpfe vor sich hin simmern, verbarrikadiere mich Tag für Tag im schäbigen Hotelzimmer, verschließe die Rollläden gegen die Sonne draußen, als wollte ich sie höchstpersönlich aus dem Universum verbannen, und lese auf dem ungemütlichen Klappstuhl den Roman Das Parfum, der anstelle der damals üblichen Gattungsbezeichnung den so spannungsverheißenden wie Sachbuch- und biografieartigen Untertitel Die Geschichte eines Mörders trägt. Lese über Jean-Baptiste Grenouille, der 1738 in einer Fischerbude nahe dem aufgelassenen Pariser Großfriedhof Cimetière des Innocents geboren worden ist, und lese davon, dass Grenouille über keinen Eigengeruch verfügt, wie er während seiner 7 Jahre Eremitenleben auf einem Berg erkennen muss. Zugleich aber gesegnet ist mit einem übernatürlichen Geruchssinn, so wie Mozart mit einem absoluten Gehör ausgestattet gewesen sein soll. Sein Geruchssinn erschließt ihm Paris. Sein Geruchssinn drängt ihn im Alter von 15 Jahren zu einem ersten Mord an einem jungen Mädchen, dessen Duft ihn eines Nachts über ganze Viertel der Stadt hinweg verzaubert. Er geht bei dem berühmten Parfümeur Giuseppe Baldini in die Lehre, findet sich nach den 7 Jahren Eremitendasein in der französischen Parfummetropole Grasse wieder, wo er 25 der schönsten Lolitas erschlägt, deren Duft konserviert, um ihn zu besitzen und die Menschen dazu zu bringen, ihn zu lieben. Wird ergriffen, zum Tode verurteilt, kann jedoch die seiner Hinrichtung beiwohnende Menschenmenge dank der Mädchenduftessenz in eine derart sinnen- und vernunftverwirrende Hypnose versetzen, dass sie ihm die Freiheit schenkt. Grenouille kehrt im Juni 1767 an den Ort seiner Geburt, den Cimetière des Innocents in Paris, zurück. Weil ihm sein Parfum nicht geholfen hat, sich zu verstehen, verurteilt er sich selbst zum Tod und wird, nachdem er sich mit dem Rest der Essenz übergossen hat, von den sich dort allnächtlich versammelnden Mördern, Dieben, Prostituierten zerrissen und aufgefressen. So endet das Buch. Es war ihnen, den Kannibalen, wenngleich im Magen etwas schwer, im Herzen durchaus leicht zumute. In ihren finsteren Seelen schwankte es mit einem Mal so angenehm heiter. Aber damit nicht genug.
die Mädchenduft Essenz hat sich auf sie noch ganz anders übertragen, nämlich auf ihren Gesichtern lag ein mädchenhafter, also man merke auf, mädchenhafter, zarter Glanz von Glück. Daher vielleicht die Scheu, den Blick zu heben und sich gegenseitig in die Augen zu sehen. Als sie es dann wagten, verstohlen erst und dann ganz offen, da mussten sie lächeln. Sie waren außerordentlich stolz. Sie hatten zum ersten Mal etwas aus Liebe getan. Punkt aus. Da Grenouille den Verbrechern wie ein Engelsmensch erscheinen will, ist deutlich, dass dieser Schluss auch als Parodie auf die Eucharistie aufzufassen wäre. So, all das lese ich. Und ich mag das Buch. Und ich mag es dann auch wieder ganz und gar nicht. Ich verstehe intuitiv, dass der Roman von dem einen mir jetzt, wie auch später, leider nur allzu vertrauten universalen Hieronymus Bosch-Grundgefühl bestimmt ist, nämlich es die Welt bei Süßkind aus der Perspektive der Angst empfunden wird. Grenouilles Angst, die darin gründet, über sich selbst nicht Bescheid zu wissen. Also sich selbst nicht riechen zu können und auf der Erde nicht erwartet, nicht willkommen zu sein. Alle Menschen um Grenouille können ihn nicht riechen, nicht leiden. Er stößt sie ab, ist ihnen verhasst. Wie sonst nur ein Isaac Bashevis Singer spricht Süßkind Grenouilles Verzweiflung, Enttäuschung offen aus. Mochte er auch vor der Welt erscheinen als ein Gott, wenn er sich selbst nicht riechen konnte und deshalb niemals wüsste, wer er sei, pfiff er drauf, auf die Welt, auf sich selbst, auf sein Parfum. Also, ich verstehe die Angst, nicht zu wissen, wer und woran man ist in dieser Welt und was man in ihr darstellen soll. Ich verstehe, dass Grenouille Opfer und Täter in einem ist, Raubtier unter Raubtieren in einer vom Gesetz der Kapitalkräftigkeit durchherrschten Gesellschaft ohne Mitgefühl, die daher auch, und hier beginnt mein Missfallen auch schon, ohne jenes Mitgefühl geschildert wird. Was mir außerdem nicht gefällt, ist, dass die Figuren entwicklungslose, bizarre Kunstfiguren und auf ihre bloße Funktion beschränkt sind. Jedes in sich geschlossene Handlungsstück des Romans führt eine Figur ein, die glaubt, sich Grenouilles zu bedienen, während sich Grenouille in Wahrheit ihrer bedient. Und danach macht der Autor ihnen den Garaus, sei es die Ziehmutter Madame Gaillard, den Gerber Monsieur Grimal oder den Parfümeur Giuseppe Baldini. Mir missfällt es grundsätzlich, alle Frauen entweder hurenhaft bis monströs zu sein haben oder jungfräuliche Mordopfer ohne Eigenleben, außer dem letzten, Laure Richie, da sie, zudem rothaarig, besser riecht als die anderen. Aber mehr als diese Attribute gesteht Süßkind ihr nicht zu. Diese Frauenfeindlichkeit nahe der Nekrophilie, die nicht mal am Rand eine Femme fatale wie Lady Macbeth oder Prosper Mérimées Carmen aufzuweisen hat, geht mir gehörig auf die Nerven. Auch spricht das Cover des Buches eine überdeutliche Sprache. Diese schlafende mit entblößter Brust Ausschnitt aus Antoine Watteaus Gemälde Satyr und die Nymphe, wobei der Satyr aus dem Bild genommen ist. Wir als Betrachter des Covers demnach in die Rolle des voyeuristischen Satyrs gezwängt wird, knapp davor über die Nymphe herzufallen, wie Grenouille. Können sich Männer, frage ich mich, nur dann behaupten, wenn sie sich Frauen aneignen, um sich ihrer dann zu entledigen? Und dass viele Leserinnen und Leser das Parfum als Parabel über Führer und Verführte und also mal wieder über den Nationalsozialismus auffassen wollen, statt, wenn schon auf den Massenwahn der im Roman bevorstehenden französischen Revolution, missfällt mir erst recht. Nicht, weil jetzt, 1985, Romane und Filme über Nazis derart beliebt wären. Ausdrücklich weist
Grenouille selber darauf hin, dass er mit seiner Mädchenduftessenz die Welt beherrschen könnte und verzichtet ausdrücklich darauf. An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. So beginnt Heinrich von Kleists Novelle Michael Kohlhaas. Und mir missfällt, dass Süßkind seinen Anfang von Kleist geklaut, freundlicher, ihm nachgebildet hat. Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Was mir also darüber hinaus noch missfällt, ist, dass sich Süßkind neben Kleist unter vielen anderen auch der Gestalt des kleinwüchsigen Oskar Mazerath aus der Blechtrommel von Günter Grass bedient hat, der bei seiner Geburt schon mit aller Erwachsenen überragenden Intelligenz begnadet ist und, statt außerordentlich gut riechen zu können, eben Glas zu zersingen vermag. Zudem liegt Süßkind offenbar kalkuliert so klar im Trend der 80er Jahre mit Ecos Historien-Thriller Der Name der Rose und den um diese Zeit populären Fantasten Michael Ende, Isabel Allende und J.R.R. Tolkien. Auch musste ich damals unbewusst gemerkt haben, dass mit dem Buch auf ganz andere Weise etwas nicht stimmte. Dass der Autor mit mir etwas anstellte, das ich nicht zu benennen vermochte. Dass er nämlich aus heutiger Sicht an mich und sein Publikum gedacht und uns alle in den Roman eingeplant hat, mitsamt unseren Reaktionen, sei es Ekel, sei es Faszination. Über 3 Jahrzehnte später und nach 20 Millionen verkauften Exemplaren weltweit nehme ich 2019 das Parfum des mittlerweile 70-jährigen Süßkind erneut zur Hand. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Herr Süßkind. Nochmals danke für das Buch, by the way. Und studiere es regelrecht. Spüre allen Details, Bedeutungsnuancen und sprachlichen Effekten nach und denke, naja, da sieht man mal wieder, dass man nicht voreilig urteilen, am besten gar nicht urteilen soll und dass das Prinzip von Literatur ist, alles seine Richtigkeit hat. Schweige gefälligst über das, was du jetzt nicht magst, da du es vielleicht später verstehen wirst oder nie, und teile den Kontinent der Literatur ein in jene Bücher, die du liebst und jene, die zu lieben dir bislang nicht gelungen ist. Bald erstaunt bis erschrocken, bald mit bitterer Verachtung blicke ich auf mich, auf das 1985 18-jährige Leserlein zurück. Was für ein präpotenter und zugleich zimperlicher Idiot war ich doch. Kapiert habe ich weder die wie Goethes Novelle Satz für Satz durchdachte und vorstrukturierte Komposition, die handwerkliche Meisterschaft, noch die Selbstermächtigungskraft, die Souveränität, Desillusionierung, Perfidie und Frechheit dieses Autors. Seine Freiheit, mit der er sich offen zu seinen Einflüssen bekennt, statt sie wie andere zu verschleiern. Ernst und Unernst in einem. Und seine atmosphärische Beschwörungskunst und prophetische Größe. Der gebändigte Furor seiner Sinnlichkeit. Etwa, wenn der noch sehr junge Grenouille von weit her das Meer wahrnimmt. Das Meer roch wie ein geblähtes Segel, in dem sich Wasser, Salz und eine kalte Sonne fingen. Es roch simpel, das Meer, aber zugleich roch es groß und einzigartig, sodass Grenouille zögerte, seinen Geruch aufzuspalten in das Fischige, das Salzige, das Wässrige, das Tangige, das Frische. Und so weiter. Er ließ den Geruch des Meeres lieber beisammen, verwahrte ihn als Ganzes im Gedächtnis und genoss ihn ungeteilt. Der Geruch des Meeres gefiel ihm so gut, dass er sich wünschte, ihn einmal rein und unvermischt
und in solchen Mengen zu bekommen, dass er sich dran besaufen könnte. Und später, als er aus Erzählungen erfuhr, wie groß das Meer sei und dass man darauf tagelang mit Schiffen fahren konnte, ohne Land zu sehen, da war ihm nichts lieber als die Vorstellung, er säße auf so einem Schiff hoch oben im Korb auf dem vordersten Mast und flöge dahin durch den unendlichen Geruch des Meeres, der ja eigentlich gar kein Geruch war, sondern ein Atem, ein Ausatmen, das Ende aller Gerüche. Und löse sich auf vor Vergnügen in diesem Atem. Was ich 1985 nicht verstand, war, Anfang und Schluss des Buches sind spiegelbildlich gebaut. Und so ist bereits in diesem Ende aller Gerüche und Ausatmen nicht nur Grenouilles Sehnsucht danach, nicht sein zu müssen, keine von vornherein verworfene Existenz sein zu müssen, sondern auch sein Ende auf dem Friedhof beschlossen. Ebenso wie zuvor in Pater Terrière, dem die Amme Jeanne Bussy in einem Henkelkorb den Säugling Grenouille aushändigen will, weil sie in ihm den Teufel wittert. Indes der etwas gefräßige Pater Terrière den Duft der Amme in sich aufsaugt, als wolle er sie gleich verspeisen. Dass Grenouille der Teufel sein könnte oder einer seiner Emissäre, ahnt der an sich recht aufgeklärte Pater aber bald, als er erleben muss, wie das geruchlose Kind ihn seinerseits abriecht, auswittert, als verschlänge es ihn mit der Nase. Oberflächlich scheint diese Verteufelung, der Verteufelung Grenouilles durch den Erzähler ganz am Anfang zu entsprechen. Heißt es doch, Grenouille stünde den berühmten Finstermännern der Epoche wie dem Marquis de Sade oder Bonaparte an. Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität, kurz an Gottlosigkeit in nichts nach. Aber man glaube dem Erzähler bitte kein Wort. Jedes Urteil, das er fällt, wird er im Verlauf des Romans wieder zurücknehmen. Etwa das dem 18. Jahrhundert entnommene Urteil der Gottlosigkeit, das wir heute im Kontrast zu Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität auf keinen Seelenkiller anwenden würden. Und unseren Glauben an Gott will der Erzähler gewiss nicht festigen mit seinem Buch. Nicht aus Zufall zum Beispiel nennt Baldini sein ganzes Jahrhundert gottlos und wird vom Erzähler auch nicht aus Zufall auch dafür milde belächelt. Mit solch abstrakten Begriffen wie Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität, Gottlosigkeit kann Grenouille, der ohne moralische Werte in einem gänzlich fühllosen Universum aufgewachsen ist, nichts anfangen. Und Süßkind verwandelt Grenouille denn auch in einen besessenen Demiurgen und Gott der Parfümeure, der freilich keine Befriedigung aus seinen Schöpfungen gewinnen kann, sondern letztlich nur die Leere, das Nichts, die Selbstvernichtung, da er auch am Ende von sich selbst nichts weiß. Auf dieselbe Weise geißelt der Erzähler die Schreckenstaten des Unholds oft hart und feierlich. Ja, er macht Grenouille den Zeck, die schwarze Spinne, geradezu nieder und zelebriert seine Schreckenstaten dann unterkühlt und ausführlich. Und diese Unterkühlung fordert bei fast jeder Figur absichtsvoll gerade unser Mitleid heraus. Etwa im Fall der Ziehmutter Madame Guillard, zu der Pater Terrière den kleinen Grenouille bringt. Da wir Madame Guillard an dieser Stelle der Geschichte verlassen und ihr auch später nicht mehr wieder begegnen werden, wollen wir in ein paar Sätzen das Ende ihrer Tage schildern. Madame, obwohl als Kind schon innerlich gestorben, wurde zu ihrem Unglück sehr, sehr alt. Anno 1782, mit fast 70 Jahren, gab sie ihr Gewerbe auf, kaufte sich, wie vorgehabt, in eine Rente ein, saß in ihrem Häuschen und wartete auf den Tod.
Der Tod aber kam nicht. Statt seiner kam etwas, womit kein Mensch auf der Welt hätte rechnen können und was es im Lande noch nie gegeben hatte, nämlich eine Revolution. Das heißt, eine rasante Umwandlung sämtlicher gesellschaftlicher, moralischer und transzendentaler Verhältnisse. Zunächst hatte diese Revolution keine Auswirkungen auf Madame Gaillards persönliches Schicksal. Dann aber, sie war nun fast 80, hieß es mit einem Mal, ihr Rentengeber habe emigrieren müssen. Sei enteignet und sein Besitz an einen Hosenfabrikanten versteigert worden. Es sah eine Weile lang noch so aus, als habe auch dieser Wandel noch keine fatalen Auswirkungen für Madame Gaillard. Denn der Hosenfabrikant zahlte weiterhin pünktlich die Rente. Aber dann kam der Tag, da sie ihr Geld nicht mehr in harter Münze, sondern in Form von kleinen bedruckten Papierblättchen erhielt. Und das war der Anfang ihres materiellen Endes. Nach Verlauf von 2 Jahren reichte die Rente nicht einmal aus, das Feuerholz zu bezahlen. Madame sah sich gezwungen, ihr Haus zu verkaufen, zu lächerlich geringem Preis, denn es gab plötzlich außer ihr Tausende von anderen Leuten, die ihr Haus ebenfalls verkaufen mussten. Und wieder bekam sie als Gegenwert nur diese blöden Blättchen. Und wieder waren sie nach 2 Jahren so gut wie nichts mehr wert. Und im Jahre 1797, sie ging nun auf die 90 zu, hatte sie ihr gesamtes in mühevoller, säkularer Arbeit zusammengeschachtes Vermögen verloren und hauste in einer winzigen möblierten Kammer in der Rue de Coquille. Und nun erst, mit 20-jähriger Verspätung, kam der Tod herbei und kam in Gestalt einer langwierigen Geschwulstkrankheit, die Madame an der Kehle packte und ihr erst den Appetit und dann die Stimme raubte, sodass sie mit keinem Wort Einspruch erheben konnte, als sie ins Hôtel Dieu fortgeschafft wurde. Dort brachte man sie in den gleichen von hunderten todkranker Menschen bevölkerten Saal, in dem schon ihr Mann gestorben war, steckte sie in ein Gemeinschaftsbett zu 5 anderen alten, wildfremden Weibern, körperdicht, Leib an Leib lagen sie und ließ sie dort 3 Wochen lang in aller Öffentlichkeit sterben. Dann wurde sie in einen Sack genäht, um 4 Uhr früh nebst 50 anderen Leichen auf einen Transportkarren geworfen und unter dem dünnen Gebimmel eines Glöckchens zum neu begründeten Friedhof von Clamart, 1 Meile vor den Toren der Stadt gefahren und dort in einem Massengrab zur letzten Ruhe gebettet, unter einer dicken Schicht von ungelöschtem Kalk. Was ich damals, 1985, noch weniger begriff, Süßkind widmet sich dem in der Literaturgeschichte am meisten vernachlässigten Sinn. Dem Geruchssinn, für den ihm selber, meint er im Roman, einmal die Worte fehlen und gleich darauf als leibhaftiger Geruchssprachsvirtuose und Vokabelmillionär das exakte Gegenteil zu beweisen. Süßkind greift zudem auf die in der deutschen Literatur mit ihren Bildungsromanen und modernistischen Experimenten wie Dublins Berlin-Alexanderplatz fast vergessene schwarze Romantik E.T.A. Hoffmanns, Achim von Arnims und Wilhelm Haufs zurück, die im 19. Jahrhundert aus der deutschen Literatur verbannt. Von Edgar Allan Poe, Fjodor Dostoevsky, Nikolai Gogol, Jorge Luis Borges und Julio Cortázar jedoch dankbar aufgegriffen wurde. Und wie aus dem Nichts, nun eben auch von Süßkind, mit dem Parfum schlug das romantische Horrorimperium wieder die ideologiekritische, theoriengesättigte Erzählscheu der deutschen Literatur machtvoll zurück. Denn 1985 wurde im Roman Alltag in allen öden Details erlebt, viel diskutiert, wenig gehandelt, wenn aber gehandelt,
dann gescheitert und vor allem selten gemordet. Doch was mir damals, 1985, am wenigsten deutlich war, der Erzähler bedient Männerfantasien und benennt sie zugleich und nimmt sie auseinander. Denn der Vater des letzten Opfers, Lorch, der eigentlich völlig unbescholtene, intelligente Großhändler Antoine Richie, entdeckt in Grenouille sein eigenes Spiegelbild. So sagt er zu sich, der Mörder besaß einen exquisiten Geschmack und er besaß ein System. Nicht nur, dass die Morde alle auf die gleiche, ordentliche Weise ausgeführt waren, auch die Wahl der Opfer verriet einen beinahe ökonomisch planende Absicht. Zwar wusste Richie nicht, was der Mörder eigentlich von seinem Opfer begehrte, denn ihr Bestes, die Schönheit und den Reiz ihrer Jugend, konnte er ihnen ja nicht geraubt haben. Oder doch? Auf jeden Fall aber schien ihm der Mörder, so absurd das klingen mochte, kein destruktiver Geist zu sein, sondern ein sorgfältig Sammelnder. Wenn man sich nämlich, so dachte Richie, all die Opfer nicht mehr als einzelne Individuen, sondern als Teile eines höheren Prinzips vorstellte und sich in idealistischer Weise ihre jeweiligen Eigenschaften als zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen dächte, dann müsste das aus solchen Mosaiksteinen zusammengesetzte Bild das Bild der Schönheit schlechthin sein. Und der Zauber, der von ihm ausginge, wäre nicht mehr von menschlicher, sondern von göttlicher Art. Naja. Und der Vater begehrt seine eigene Tochter. Richie, wenn er die eigene Tochter ansah, ertappte sich dabei, dass er für unbestimmte Zeit, für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde vielleicht, die Welt und damit seine Geschäfte vergaß, was ihm sonst nicht einmal im Schlaf passierte, sich vollkommen auflöste in des herrlichen Mädchens Betrachtung und hinterher nicht mehr zu sagen wusste, was er eigentlich getan hatte. Und neuerdings, er nahm es mit Unbehagen wahr, abends beim Zubettbringen oder manchmal morgens, wenn er ging, um sie zu wecken, sie lag noch schlafend, wie von Gottes Händen hingelegt und durch den Schleier ihres Nachtgewands drückten sich die Formen ihrer Hüften und ihrer Brüste ab. Und aus dem Gefirst von Busen, Achselschwung, Ellenbogen und glattem Unterarm, in das sie ihr Gesicht gelegt hatte, stieg ihr ausgestoßener Atem ruhig und heiß. Da ballte es sich in ihm Elend im Magen und die Kehle wurde ihm eng. Und er schluckte. Und weiß Gott, er verfluchte sich, dass er der Vater dieser Frau war und nicht ein Fremder, nicht irgendein Mann, vor dem sie so läge wie jetzt vor ihm und der sich ohne Bedenken an sie, auf sie, in sie legen könnte mit all seiner Begehrlichkeit. Und der Schweiß brach in ihm aus und seine Glieder zitterten, indes er diese grauenvolle Lust in sich erwürgte und sich hinabbeugte zu ihr, um sie mit keuschem, väterlichem Kuss zu wecken. Also will Antoine Richie seine Tochter auch deshalb und schnellstmöglich an einen Adeligen verschachern, im Wettlauf mit dem Serienkiller, womit Süßkind so nebenher den nach dem Schweigen der Lämmer 1991 bis heute anhaltenden Hannibal the Cannibal Serienkiller-Hype fast hellseherisch vorweggenommen und vorweg reflektiert hat. Am Ende prallt jeder Einwand, den man gegen diesen Roman erheben könnte, ab an der übermächtigen Ironie des Autors. Der Roman
war die letzte Verführung der Leserschaft. Weiter konnte weder Süßkind noch ein anderer Autor wirklich gehen. Und Süßkind ahnte dies auch. So leistete er sich eine Selbstbeschreibung des eigenen Romans. Er tat dies zunächst darin, wie Grenouille das Parfum eines Konkurrenten Baldinis nachahmt. Gleich wie Süßkind im Roman verschüttete Traditionen, die zündschnurgerade Handlungsführung von Spannungsromanen nachgeahmt, alte und neue Sprachen und Stilebene vermengt hat. Die Selbstbeschreibung geht aber noch weiter, wenn er Grenouille dann sagen lässt, das Parfum des Baldini-Konkurrenten sei kein gutes Parfum. Er, Grenouille, Süßkind, könne ein viel, viel besseres daraus machen. Und noch etwas. Als die Orgie endet, die Grenouille mit seiner Mädchenduftessenz beim Massenpublikum ausgelöst hat, erwacht das Publikum mit einem Kater. Das Erlebnis erscheint den Leuten grauenvoll, unerklärlich und unvereinbar mit ihren moralischen Vorstellungen. Und damit meint der Autor uns und der Hand natürlich gleich mit. Voller Immoralität ist gerade dieses Werk. Es wird, hört man überrascht, noch immer in Schulen gelehrt. Dürfte bei den Schülern allerdings nichts anderes bewirken als die Schärfung ihres Geruchssinns. Naja, aber immerhin. Denn, wie eine kluge Leserin einmal bemerkte, diesem Werk fehlt ein eindeutig zu erschließender moralischer und politischer Gehalt. Wenn wir es zu Ende gelesen, wenn wir es gefressen haben, wie die Mörder, Diebe, Prostituierten auf dem Pariser Großfriedhof, Jean-Baptiste Grenouille, gleich den berauschten Mänaden, den Geniesänger Orpheus, fragt sich, wer ja wen verschlungen hat. Wir das Buch oder das Buch uns? Und wenn wir gerade bei Büchern sind, noch etwas in eigener Sache, da wäre noch mein eigenes neues Buch, Die Launen der Liebe, wahre Geschichten von Büchern und Leidenschaften über Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die liebten und davon erzählen zu müssen. Ich freue mich darüber, wenn ihr es lest, bin gespannt darauf, was ihr dazu sagt und jedes Feedback ist willkommen, entweder als Kommentar auf diesem Kanal oder als Kommentar an literaturistalles@gmail.com.